Mann. Ich check's nicht. Photoshop, Philipp, was machst du denn hier? Ich muss lernen, ich muss morgen Deutsch-Abi nachschreiben. Ach du je, was kommt denn dran? Physiker von Dürrenmatt, absolutes Scheißbuch. Ich peile überhaupt nicht, worum es da geht. Ich habe schon meinem Deutschlehrer einen USB-Stick mit The Fappening 1 und The Fappening 2 angeboten. Alle Bilder und Videos, wenn stattdessen ein cooleres Buch reinkommt. Aber er sagt, er hätte zu Hause gar keinen USB, sondern nur COM 1 und COM 2. Und darum kann er damit überhaupt nichts anfangen. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich habe zufällig meine mündliche Abi-Prüfung in Deutsch über die Physiker gehabt. Ja. Komm. Wir probieren einfach mal. Einfach so ein paar Fragen, um zu gucken, ob du im Stoff bist. Wann spielen die Physiker? 60er Jahre? Richtig. Und was fällt dir zu den 60er Jahren ein? Was war das für eine Zeit? Kennst du einen Film oder eine Serie aus der Zeit, 60er Jahre? Mad Men. Habe ich mal geguckt. Fast eine ganze Staffel habe ich gesehen. Ja, Mad Men ist eine neue Serie. Die ist 5 oder 6 Jahre alt, aber spielt in den 60er Jahren. Ist da was hängen geblieben bei dir? Also der Hauptdarsteller von Mad Men war mal mit freiem Oberkörper zu sehen, hatte genauso eine fette schwarze Warze wie der Baron gerade in dem Effie-Film auf dem Rücken. Super ekelhaft. Ja, es geht um die Zeit, Philipp, in der die Physiker spielen. Du musst bei der Interpretation von deutscher Literatur immer auch den zeitlichen Kontext berücksichtigen und die 50er und 60er Jahre. Komm schon, was fällt dir da ein? Shoot. Also, alle rauchen immer und trinken Alkohol, genauso wie bei Mad Men. Es ist auch alles schwarz-weiß und es war Wirtschaftswunderzeit. Wirtschaftswunderzeit. Super, genau. Kalter Krieg, Wirtschaftswunder, Gastarbeiter. Übrigens, habe ich letztens gesehen, der 1 millionste Gastarbeiter in Deutschland, der hieß Armando Rodriguez de Sá, der hat was geschenkt bekommen. Was hat der geschenkt bekommen? Rate mal. Was hat das denn mit die Physiker zu tun? Das ist ein Schwass. Das ist eine Quizfrage, um das ein bisschen aufzulockern. Was hat der 1 millionste Gastarbeiter in Deutschland geschenkt bekommen? Im Jahr 1964. Schau mal hier. Keine Ahnung, ein iPad? Fast. Ein Moped hat er geschenkt bekommen. Erzähl doch mal bitte die Physiker von Dürrenmatt nach, als wäre jetzt Klausur, so gut du kannst. Okay? Bitte. Also, die Physiker von Friedrich Dürrenmatt. Das soll eine Komödie sein, ist aber überhaupt nicht lustig. Die 60er Jahre. In Deutschland wird der Portugiese Armando Rodriguez de Sá zum 1 millionsten Gastarbeiter erklärt. Martin Luther King hat immer noch einen Traum und in Berlin hat niemand, aber auch wirklich niemand, die Absicht, eine Mauer zu bauen. In einer psychiatrischen Heilanstalt wird eine Krankenschwester tot aufgefunden. Hauptkommissar Gul und sein Assistent Lochner ermitteln. Die Oberschwester Martha Boll begleitet sie. Zigarette? Gerne. Tja, da liegt das arme Gör. Mausetot, das kleine Früchtchen. Cognac? Da sag ich nicht nein. Ich mach mal einen Abstrich. Moment, lass es mal gut sein. Stellt sich natürlich die Frage, wer hat den Backfisch hier um die Ecke gebracht? Ja, das war der Herr. Na. Für solche Detailfragen ist mein Chef zuständig, ja? Ich kann es Ihnen doch auch hier sagen. Papalapap, gehen Sie mal nach nebenan, da sitzt er. Warum ist er denn nicht hier? Dürrenmatt sagt, dieses Stück ist wie eine klassische griechische Tragödie. Ja. Mit der Einheit von Zeit und Raum und Handlung, alles an einem Ort. Dürrenmatt kann mich gepflegt am Arsch lecken, ja? Und jetzt Abmarsch, komm. Ja. Guten Tag, Herr Inspektor, ich soll mich hier melden. Haben Sie vielleicht einen kurzen? Selbstverständlich. Schön. So, jetzt mal Tacheles. Wer hat denn jetzt die Krankenschwester umgebracht? Ja, das war der Herr Ernesti. Der ist hier in der Klapse eingesperrt als Kloppi und hält sich für Albert Einstein. Gut, ja, da haben wir es ja. Also. Ja, schön. Schön. Prost. Ja, dann gehe ich mal. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Halt! Eine Sache noch. Hätte ich fast vergessen. Was macht man noch so in den frühen 60er Jahren? Sie schwere Nöter. Seien Sie froh, dass Sie Ihre normal langen Arme für solch einen Schabernack haben. Diese neuen Kontergan-Babys werden es mal deutlich schwerer damit haben. Kleiner Tipp, in der Schwangerschaft einfach rauchen. Dann passiert sowas auch nicht, ja? Herein.
Guten Tag, Herr Inspektor. Ah, wen haben wir denn da? Kleiner Tipp. Sir Isaac Newton. Schon wieder eine Krankenschwester tot. Hier geht's zu wie im Irrenhaus, was? Sie haben aber auch ganz gut vorgelegt. Ja, genau. Ich habe vor kurzem Schwester Dorothea erwürgt. Jetzt war also Schwester Irene dran, die ja der Ernst Heinrich Ernesti um die Ecke gebracht hat, der sich ja für Albert Einstein hält. Aber wissen Sie, was das Beste ist? Hm? Der Ernst Heinrich Ernesti glaubt nur, er sei Albert Einstein. Denn in Wirklichkeit bin ich Herbert Georg Beutler, der wahre Albert Einstein. Was? Und Sie sind? Ah, Albert Einstein. Hm? Doch der Dritte im Bunde ist Johann Wilhelm Möbius, der gleich seine Krankenschwester umbringen will. Mann, ey. Du platzt die Birne, wie soll ich das alles schaffen? Wer ist er denn? Philipp. Ja und? Ja, ich schreibe morgen Abi-Klausur hier drüber und ich versteh's überhaupt nicht. Wer ist hier Einstein, wer ist Möbius? Warum sieht der eine aus wie Thomas Gottschalk, nur ohne seine blöde Möbelhausjacke? Ist einfach kompliziert, ich versteh's nicht. Wenn du zu doof bist, bist du zu doof. Das ist Dürrenmatt. Und jetzt Abmarsch, Sportsfreunde. Guck dir den Mann mal den Mord an. Mehr lernen und weniger wichsen. Boah, ey, das ist doch alles total verrückt. Die ganzen Namen sind völlig durcheinander und andauernd sterben irgendwelche Frauen. Und? Wie ist es? Du, ganz gut. Ich habe ja jetzt die Weltformel erfunden. Die Weltformel? Die Antwort auf die letzten Fragen der Wissenschaft. Jetzt kann ich alles erfinden. Alles? Auch ein Duschvorhang, der am Wandrand kleben bleibt und nicht am eigenen Körper? Genau. Etwa auch die Atombombe. Bingo! Ach so, es geht um die moralische Verantwortung der Wissenschaftler in Zeiten moderner Massenvernichtungswaffen. Sag es doch gleich. Ja, alle sind sie scharf auf meine Formel. Aber ich behalte sie für mich. Und deswegen bin ich hier in der Irrenanstalt. Aber das macht doch keinen Sinn. Dafür muss man doch nicht in die Klapse. Philipp, Schnauze! Genau, du Spast. Johann, ich hol dich hier raus. Ich hab die Erlaubnis von ganz oben. Wir müssen zusammen weg, denn ich habe unbändige Lust, monatelang mit dir rumzuvögeln. Wie jetzt? Ich nehme diese neue Antibabypille. Da sind tüchtig Hormone drin, da kann uns nichts passieren. Die Pille für den Mann, das wäre doch mal eine gute Erfindung. Jetzt wollen wir hier mal nicht unrealistisch werden. Bin ich Gott? Ich wäre froh, wenn es erstmal eine richtig gut funktionierende Penispumpe für mich geben würde. Natürlich atomgetrieben. Hast du Tränen in den Augen? Nein, das ist nur eine Allergie. Ach du, Moni, komm doch mal her zu diesem Vorhang. Hier, da, wo diese schöne, lange Vorhangsschnur hängt. Dort, wo diese schöne, lange Vorhangsschnur hängt? Ja. Ja, klar. Ach, sieh mal da, ein Seeadler. Wo? Denn hier? Das ist hinten und vorne nicht schlüssig, was Sie hier machen. Wenn das in der Klausur drankommt, ne, dann bin ich komplett gearscht. Warum bringen Sie die denn jetzt um? Was soll das? Hören Sie einfach auf mit der Scheiße, wirklich. Ja. So. Jetzt habe ich auch meine Krankenschwester umgebracht. Ach schön, dann seid ihr jetzt hier alle drei durch mit euren Morden. Tja, da ihr leider alle bekloppt seid, kann ich nicht viel machen. Ich würde sagen, die Gerechtigkeit macht zum ersten Mal Ferien. Sie schleichen sich aus dem Stück? Yep. Ich bin durch, könnt ihr schön euren Scheiß ohne mich weitermachen. Heute ist El Greco Donnerstag. Ich fahre mit dem Elektroroller zum Griechen. Schöne Beefsteak-Platte. Ich bin raus. Tschüss. Ups, hier, herrlich. Hä? Wieso ist denn jetzt der Inspektor weg? Der Mord ist doch gar nicht aufgeklärt. Ist ja noch nicht mal die Hälfte von der bescheuerten Geschichte vorbei. Naja, am Ende sitzen auf jeden Fall die Verrückten alle an einem Tisch. Keine Ahnung. So bleiben wir schön hier in der Irrenanstalt und essen hier, bis das Stück vorbei ist. Aber eins haben wir noch nicht behandelt. Willst du? Lieber du. Also, ich bin zwar Herbert Georg Beutler, der sich Isaac Newton nennt, aber in Wirklichkeit bin ich Alec Jasper Kilton. Und amerikanischer Agent. Und ich bin Ernst Heinrich Ernesti, aber in Wirklichkeit ja auch Albert Einstein. Und tatsächlich heiße ich Josef Eisler und spitzele für den Ostblock. Köstlich.
60er Jahre Theaterhumor und ein bisschen britischer V-Effekt. Toll, ganz nach meinem Geschmack. Ich kann nicht mehr, ich schlitz mir gleich die Pulsadern auf. Das ist doch komplette Scheiße, was ihr hier macht. Dieses Namenschaos. Ich bin Einstein. Nee, mein Name ist Fick, was weiß ich. Und dann dieses raunende Parabelgewichse, ohne die Dinge konkret beim Namen zu nennen. Das macht keinen Sinn. Wie? Was denn? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder. In das Peak. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Mein Name ist Armando Rodriguez de Sá. Ich bin die 1 Millionste Gastarbeiter. Und ich habe gerade dieses Moped geschenkt bekommen. Willst du mitfahren? Alles ist besser, als in diesem Stück zu bleiben. Vamos, guapo! Immer super, wenn die Geschichte die schlechtmöglichste Wendung nimmt. Oh, der Nachtisch. Oh, la la. Mmh. Mmh. El Greco. Mmh. Aber Philipp, das mit dem 1 Millionsten Gastarbeiter und dem Moped, das ist nicht Teil von Die Physiker von Dürrenmatt. Es geht nur um die Zeit damals. Das war nur eine Anekdote von mir. Ne? Ja, dann hör doch auf, mir so einen Scheiß zu erzählen, wenn ich das nicht für die Klausur morgen brauche. Das Schlimmste ist, das Buch ist erst zur Hälfte durch. Die sitzen da jetzt noch die zweite Hälfte des Buchs an dem Tisch und labern miteinander. Ich check einfach gar nichts. Die zweite Hälfte bei Die Physiker ist komplett egal. Deutsch ist ein Laberfach. Und was heißt das? Es geht nicht um Fakten. Du kannst einfach labern. Du kannst komplett dummes Zeug schreiben in der Klausur, solange das schlau klingt. Ich pack das nicht morgen. Wie soll ich das denn schaffen, ey? Das ist doch alles Scheiße.